Wir haben es selber vorher auf Tonband eingespielt. Danke, danke. Geht's noch? Ja, ne? Ja. Das nächste Lied, erstmal noch ein Stückchen Tee hätte ich gerne, bitte. Ja, Bodo, fleißig, ne? Hör mal, wie war die Eigentümerversammlung? Ja, gut. Ja, warte, ich trinke im Schluck. Lecker Pfefferminz, die Mischung zwischen Pfeffer und Münz. Und die Eigentümer waren, was habt ihr denn gesagt, habt ihr was gegessen auch? Habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr euch geduzt auch? Ja, wir haben uns geduzt. Direkt du. Und durchgekriegt mit dem Kinderspielplatz? Nein, leider nicht. Ah, sei nicht enttäuscht. Irgendwann, wenn die groß sind. Auf jeden Fall, ihr habt sicherlich Schnittchen gehabt. Ich kann mir richtig vorstellen, so, oh, ich kriege jetzt schon Hunger, wenn ich so kleine, so Weißbrot, so klein geschnittene, so von der Baguette, Bude, wie heißt das, Baguette von Franzosen da, die Brote, so lange Brote, so Baguette heißt das. Kennst du Baguette? Baguette. Und dann so klein geschnitten, die Baguette. Ja. Und dann drauf so ein Stück, weiß ich nicht, so Corned Beef, Lachs, eine Kirsche und ein bisschen Senf und Nutella drüber. Nee, aber Mix Pickles, kennst du Mix Pickles? Zwiebeln. Ja, Zwiebeln, Silberzwiebeln, die kleinen Silberzwiebeln aus dem Glas. Aus dem Glas. Weißt du, wie die ins Glas kommen? Nee. Ich auch nicht. Wenn man heute noch natürlich lachen kann, ist das eine schöne Gabe. Und was habt ihr sonst noch gemacht? Gesoffen, ne? Was? Ja. Alkohol. Am Steuer auch? Nee, ne? War kein Steuer da. Nein, keiner vom Finanzamt. Vom Finanzamt. Was habt ihr sonst noch gemacht? Gesungen. Auch schön. Wirklich gesungen? Ja, guck mal, wo man singt, da lass ich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Das ist ein altes Sprichwort von mir, habe ich damals erfunden. Was habt ihr denn so gesungen? Soll ich mal vorsingen? Ja, wenn die Leute das wollen. Wollt ihr das? Ja! Hier spielt in Braunschweig. Gut, dann sing mal. Ich halte das Mikrofon. Roland Kaiser. Santiano, ne? War das? Ja, bin gut. Guck mal, vielleicht wirst du noch berühmt eines Tages. Der Text hat mir gefallen. Blitz. Was ist der Bruder, oder? Schön. Talent, muss man sagen. Wenn es sowas noch gäbe, Talentschuppen, ne? Dann wärst du wahrscheinlich auch noch in dem Schuppen drin, ne? Talentschuppen. Aber jetzt, hat aber einen Schuppen. Ich glaube, ihr habt auch einen Fahrradschuppen zu Hause. Das ist auch schön. Talentschuppen gibt immer dafür auch einen Fahrradschuppen. Also eine schöne Sache. Habe ich schon Tee getrunken? Ja, habe ich. Nächste Lied habe ich mitgebracht aus Brasilien. Und zwar, das ist ein Samba. Ich liebe Samba. Ich liebe Rhythmen. Ich bin Rhythmiker. Jazz, Swing, Rhythmus. Rock'n'Roll auch, Bill Haley war ich großer Fan von. Ich habe Bill mal kennengelernt oder kennenlernen dürfen. Elvis nicht, aber Bill Haley habe ich kennengelernt. Mein Opa war ein Bekannter von dem. Also die waren befreundet, mein Opa und Bill. Bill Haley und mein Opa. Mein Opa hieß Heinz. Heinz und Bill. Oder Bill und Heinz, je nachdem, wer vorne steht.
Da kommen Bill und Heinz. Da, guck mal, Heinz und Bill. Und Heinz Junior, mein Vater, Heinz Junior, ne? Heinz und Heinz. Heinz und Heinz. Klaus und Klaus. Nicht weit entfernt von Klaus und Klaus. Ne? Übrigens, Klaus und Klaus habe ich mal kennengelernt. Ich bin mal mit denen Aufzug gefahren und sollte man sagen, das sind drei. Falls einer irgendwie hinfällt oder krank wird oder sogar stirbt, dann ist er mal gestorben. Da waren immer drei. Ganz verrückt, ne? wenn man sich da so ein bisschen auskennt, hinter den Kulissen des Showgeschäfts, ne? Du kennst dich auch ein bisschen aus, hast ja auch schon mit Hinz und Kunst spielen müssen. Roland Kaiser, Kaiser Roland und wie sie alle heißen. Also, in Brasilien war ich, ich komme nicht nur beruflich rum, durch Katzenklo bin ich ja sehr weit rumgekommen. In allen Ländern wird das mittlerweile gesungen. Und in Holland, in den Niederlanden, also die beiden, in Benelux-Ländern, in Luxemburg, also die gesamten Luxemburger Länder wie Belgien, Holland, die Niederlande und Holland. In den Anrainerstaaten Österreich, Belgien, Luxemburg, alle holländischsprachigen Länder, wie zum Beispiel Schweiz, Holland, Gelsenkirchen, nicht. Und Katzenklo wird sogar in Japan gesungen. In Tokio, im Hotel, da haben sie so eine Schleife, so eine Dauerschleife, ist Katzenklo. Wenn Europäer kommen, dann hören die als erstes nicht Sayonara. Das sagt man, das heißt, guten Tag, wie geht's, alles klar, haben Sie genug Geld dabei? Das bedeutet so alles. Und Katzenklo läuft da überall, aber auch in anderen Ländern, Neuseeland, in USA, in USB, USB-C, modernen Staaten läuft Katzenklo. Und singen die Kinder Katzenklo, die tanzen auf Katzenklo. Es gibt neusprachliches Katzenklo in USA. Und dort singt man das Lied, aber mit einem anderen Text und einer anderen Melodie. Also darauf bin ich besonders stolz. Teilweise sogar Lieder von den Beatles dabei. Brasilien, wie ich da hingekommen bin, ihr wollt es sicherlich gerne wissen. Ja, die Wüste habe ich gesehen, Wanderdünen. Ich habe geguckt, morgens, wenn die sich fertig machen. Ja, das ist ja natürlich jetzt nur ein Witz gewesen, weil Wanderdünen sind keine Menschen, die brauchen keinen Rucksack und so, wenn die wandern gehen. Nein, die sprechen sich untereinander ab, die jeweiligen Sandkörner. Eine Düne besteht aus Milliarden von Sandkörnern, muss man sich mal vorstellen. Und dann sprechen die sich ab und sagen, so, jetzt gehen wir da hin, da. Weg plötzlich. Stehst da, wo seid ihr? Keine Wanderdüne mehr da, schon abgehauen, da hinten. Egal, auf jeden Fall. Oder Raubtiere, Elefanten habe ich gesehen. Elefanten im Krüger Nationalpark. Und ja, aber ich musste da nicht hin. Das ist das Schöne daran. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Durchs Fernsehen wird man schlau, ne? Ich sitze da zu Hause auf der Couch, ich habe eine Couch oder daneben ist ein Stuhl, habe ich einen Tisch auf, da esse ich Abend und dann gucke ich im Fernsehen Dokumentationen, das sind Sendungen. Sendungen, die Sachen zeigen oder Leute oder andere Länder und auch andere Tiere. Zum Beispiel Brasilien, da war eine Sendung. Ich war fasziniert von den Aufnahmen, die im Fernsehen übertragen wurden. Am Amazonas. Thema Tiere in und am Amazonas. Zweimal am. Und ZDF-Team da in Brasilien. Riesenauflauf, irgendwie mehrere LKW und so, Maskenbildner, Kostümbildner für Bauten, so Inneneinrichtungen, alle waren dabei, mehrere Kameras,
Kameraleute, Tonleute, alles da, ein unheimlicher Stab, dann Essen, Catering, alles dabei in so einem Bus. Und dann wollten sie die Tiere filmen, heimlich in und am Amazonas. Und dann haben sie so eine Oma gefragt, hören Sie mal, wir wollen einen Schabrackentapir filmen. Die sind aber so scheu für unsere Zuschauer in Deutschland. Können Sie mal diese 4 Gummistiefel eben überstreifen? Ja, vorne 2 an die Hände und dann auf allen 4 mal einmal hier an der Kamera vorbei latschen. Aber Sie dürfen nicht in die Kamera gucken, dann fällt das auf. Maske, schnell alles ein bisschen, das Gesicht ein bisschen blau malen wie ein Tapir. Und dann kriegt sie nur so eine olle Decke drüber geworfen, so ein Teppich, so einen Fußabtreter über den Rücken. Und dann ist sie da durch und hat 5 brasilianische D-Mark bekommen dafür. Und ein junger Mann sollte sich dann, ja, komm aus dir, mach mal ein Zebra, kannst auch noch. Aber dann hat einer gesagt, Zebras gibt es hier gar nicht, die gibt es nur in Afrika. Och, da müssen wir jetzt alle nach, nee, das ist zu weit. Nee, dann nehmen wir dann vielleicht noch als Stachelschwein einer hier. Ist hier ein Unrasierter? Ja. Und so weiter. Dann haben die dann nur so, ne? Und die Leute in Deutschland, die das sehen im Fernsehen, denken, oh, ach, das ist ein Schabrackentapir. Aha. Sie sieht aus wie Tante Erna ein bisschen. Und dann kamen sie so an den Fluss Amazonas, der größte Fluss fast der Welt, der Nil ist noch größer. Und dann gibt es noch größere Flüsse auf dem Mars, da ist aber noch nicht ausgekundschaftet, war noch keiner selber da, soll aber jetzt bald passieren. Wer da hinfliegen will, soll sich melden und dann kann man da mitfliegen und man braucht ungefähr 150 Jahre. Um so alt zu werden, muss man ganz viele Tabletten essen. Muss ich die Lippen aufspritzen lassen und so, ne? Damit man auch dann immer noch gut aussieht nach 100 Jahren. Augenbrauen permanent balken. Das ist sehr wichtig. Und dann hat einer von der Kameragesellschaft da, Team heißt das, hat gesagt, komm, ich habe eine Idee. Ich lock Piranhas an, dann haben wir wieder was zum Aufnehmen für die Zuschauer in Deutschland. Oh ja, Kalle, oh ja. Wie willst du es machen? Ja, ich spring kurz rein in Amazonas. Ja, ist aber gefährlich, ne? Ich bin schneller raus, als du denken kannst. Oh. Da vertue dich aber nicht. Ich kann nämlich gar nicht so schnell denken. Und er, dann der junge Mann, ganz mutig, alles ausgezogen, Hose, Hemd, Pulloverchen, naja, er hatte nur ein Hemd, da ist ganz warm da gewesen, war 40 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 100%. Und hat sich ausgezogen, bis auf seine Flipflops hat er anbehalten und so eine hellblaue Frotteeunterhose. Ja. Da habe ich selber auch mal einen Dreierpack gekauft bei Wolwort vor 50 Jahren, weiß ich noch ganz genau. Da war ich ganz stolz in der Farbe hellblau, in altrosa, fast so ein bisschen orangemäßig und so lindgrün. Da waren 3 Frotti-Unterhosen für Herren und die habe ich dann mit nach Hause genommen. Dann habe ich gedacht, ich wasche die lieber erst, weil ich wusste jetzt nicht, was das für ein Material war und ob die jemand schon angepackt hat. Die lagen auf dem Wühltisch, weißt du. Und dann habe ich in die Waschmaschine getan und dann habe ich die gesucht nachher. Als die Wäsche vorbei war, habe ich die gesucht. Und wo war sie? Wo waren sie gewesen, die Unterhosen? Die sind zu Brei geworden, weil das war irgend so ein Kunststoff.
und sind dann durch den Abfluss der Waschmaschine in die Kanalisation gekommen. Und von da aus, damals noch, ist die Kanalisation in die Ruhr. Ich weiß noch, wie ich extra mir Taucherflossen besorgt habe und so weiter und wollte gucken, wo meine Unterhosen sind. Aber dann habe ich so gesehen, orange was schimmern und dann kam schon ein Wels und hat das gefressen. Ich wusste gar nicht. Und so eine Unterhose hatte der Typ an. Und dann springt, also und hatte noch einen goldenen Ring und eine Uhr, eine goldene Uhr und so eine Ray-Ban-Brille, so eine Sonnenbrille. War nicht so billig, ne? Richtig eine Brille. So eine Goldbrille auch so. Ne? Da war so ein Typ, der fand das gut, so Gold, war ein goldiger Typ. Auf jeden Fall springt der da rein und in dem Moment, wo der da reinspringt schon, ne, schupp, da war der schon weg. Weil die Piranhas hatten den gerochen. Die hatten den schon 2 Tage vorher gerochen, als er noch im Flugzeug saß. Die sind nämlich, die haben wahnsinnige Nasen, sage ich jetzt mal. Von vorne sind die ja so ganz schmal, aber von der Seite sehen die total gefährlich aus. Wie so ein Pfannkuchen mit Zähnen. Und die kommen nie alleine. Das sind immer Hunderttausende, die kommen da angerast. Man kann sich da, man sieht da nur noch so ein silbernes Zappeln und der Typ sofort, er kam nicht mehr raus. Er wollte noch schreien, aber da war der Mund schon weggefressen von dem Schwarm. Und nachher, da ging so schnell, da war die Unterhose, die kam so an die Oberfläche so und die Flipflops. Aber die Uhr, den Ring und die Brille haben sie behalten, weißt du. Ja. So zum Angeben, weißt du, guck mal hier, da haben wir jetzt Kinder an 3. Schön, tolles Wetter, Sonne, ne? Guck mal hier, bin verheiratet. Wie ein Fisch verheiratet? Ja, geht, Heiratsfisch. Naja, auf jeden Fall war dann auf einmal so ein Rascheln. Dann haben die, da waren so viele, die haben dann vergessen, dass der schon weg war. Dann hat ein anderer mit einer Kamera ist dann los und hat gesagt, guck mal da, ich habe so irgendwie so was rascheln gehört. Und hier riecht es auch so komisch. Hier riecht so wie so ein Gulli, so, aber säuerlicher. Es riecht wirklich ganz, ganz erbärmlich. Hier muss eine Anaconda sein, weil die haben so einen Eigengeruch. Das ist unglaublich, einen unglaublichen Eigengeruch. Den kann ich nicht beschreiben. Auf jeden Fall liegt da eine Anaconda, 12 Meter lang, so ungefähr wie die Bühne. Ein Riesenviech. Ich würde sogar fast schon sagen, die größte, die Welt je gesehen hat. Außer noch größer, gibt noch größere. Aber es ist ein riesendickes Ding, so dick, ne, liegt da hinter so einem Grasbüschel. Weil die Anacondi, die haben die Angewohnheit, sich zu verstecken, wenn sie wissen, dass Menschen in der Nähe sind. Sie wissen es. Warum, weiß ich nicht, aber sie wissen es. Und die Schlange hat gedacht, hinter dem Grasbüschel bin ich sicher, man sieht mich nicht. Obwohl sie 12 Meter lang war, und der Gras, das waren so 3 Grashalme. Weißt du? Das heißt, die sind nicht so ganz fit. Ein bisschen blöd. Und gefährlich. Die fressen und schlingen. Und die umschlingen jemanden, um ihn dann so genüsslich erst abzulecken und dann so zu verschlingen. Erst wollen sie einen kennenlernen wahrscheinlich und dann rein damit. Und ein Kameramann springt dahin und sagt, ich filme die von vorne. In dem Moment schießt die Schlange vor, das soll man diese Behendigkeit, soll man so einer Schlange nicht zumuten. Aber es passierte. Die war so schnell, das kann man sich nicht vorstellen. Von da bis da vorne, so 10 Meter, tick,
Maul auf, den Typen eingesogen durch. Und er hat noch, bevor er da reinkam in den Mund der Schlange, die hat Maul, die können das so hoch machen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, hat sie den aufrecht reingesogen und er konnte die Kamera noch wegschmeißen und hat der Kollege weitergefilmt für die Fernsehzuschauer in Deutschland. Und ein anderer, ganz beherzt, filmt das und man sieht, wie der Typ so eingesogen wird von der Schlange. Man weiß gar nicht, wie die da so schnell hingekommen ist. Ohne Beine, ohne Räder, kein anderweitiger Antrieb. Man weiß das gar nicht, wie die da, wie die gehen. Man weiß nicht, wie die gehen. Wie geht die Schlange? Wie geht die? Geht die so oder so? Ne? Ist ja nicht, hat keine Beine. Aber die geht, auf jeden Fall. Und daher kommt auch der Ausspruch, wie geht's? Ja. Ja, geht. Da ist ja auch nichts mit gehen. Der Typ da drin malt sich hochkant ab. So, die Schlange, hier so. So der Typ da drin, ne? Und dann hört es immer von innen. Stinkt das hier? Und immer weiter vom Hals der Schlange ging es über die Speiseröhre durch den Magen. Und da sollte er dann erstmal 2 Jahre oder so verweilen, damit er dann langsam von der Schlange zersetzt wird. Die haben ja so eine Magensäure wie die Menschen auch. Menschen haben eine ziemlich extrem, zersetzende Magensäure, aber Schlangen noch 20 Mal mehr wie der Mensch. Eine Schlange kann, Stahl zersetzen. Der Mensch nicht. Und da steht hier der Typ da drin in der Schlange und immer. Hört jemand, oh, ich war scheiße oder so. Und dann sagt man, oh, scheiße. Und dann gut, merkte man, kam so eine Spitze hoch, hatte sein Handy raus noch, hatte er dabei, hatte ein Handy rausgeholt. Und dann stach immer die Antenne da hoch in das Innere der Schlange und die Schlange immer so. Dann kitzelte die nur, ne? Dann tat der nicht weh. Und er dann immer, Scheiße, kein Empfang hier, überhaupt kein Ball. Was ist das Scheiß, Brasilien? Kein Empfang. Ah doch, jetzt habe ich einen Ball. 2 Balken. Und dann hat er seine Mutter angerufen, ne? Muss ich mal vorstellen. Mama? Ich komme heute nicht zum Essen. Ich stehe in der Schlange. Ja.